Eine kurze Information, bevor das losgeht. Leider hat die Rittersport-Schokolade namens Patrick sein billiges Headset genommen, die ersten 10 Minuten. Deswegen kriegt er einen leisen Doppelton von mir. Er hat versucht, das erste Rennen zu verschweigen. Und jetzt euch noch viel Spaß mit der neuen Folge GTA Online. Die beste Folge nach 7 Monaten. Willkommen zurück zu einer neuen Folge GTA Online mit dem Patrick. Und Patrick. Mit dem Patrick 22 LP und dem Patrick ehemaligen Rittersport. Genau. Wir müssen darauf bereit uns. Nissan GTR gegen Fake Nissan. Genau. Go. Als ob du so schnell bist. Turbostart. Also hab ich's auch gehabt. Hi. Jo. Ja, in der Luft. Sehr viel. Ich verliere doch sonst immer gegen das A, so. Ey! Du versuchst das bitte nicht, ne? Kleiner Hund! Und ich hab so einen leisen Doppelton von dir. Wo ist denn jetzt nochmal Handbremse? Ah, Handbremse, Stabi. Merkt mir, ich hab schon ewig kein GTA mehr gespielt. Du bremst ihn wieder weg. Oh, ich war ganz richtig scheiße. Ich war in letzter Zeit nur Forza Horizon 3. Ja, und warte mit Forza Motorsport 7. Lol. Ja, das habe ich auch, aber. Habe ich auch. Wegen Frage. Aber alleine macht er keinen Spaß. Da können wir auch mal. Können wir. Ist da Coop-Kampagne in dem Gang? Weiß ich nicht. Boah, ich bin runtergeflogen und wieder draufgefahren, also. Ja, und das habe ich leider nicht drauf, weil ich nicht weiß. Schade. Aber mein Heck findest du heute ziemlich gut. Dein Heck? Ja. Achso, jetzt hab ich das. Ja, ja. Ja. Bayerischen Leute brauchen immer ein bisschen. Genau. Das ist die Ruhrpartei hier. Oh! Patrick! Es kommt Scheiße drauf. Scheiße drauf. Hab ich doch gesagt. Ja. Weil ich nur Windschatten gekriegt hab, ey. Wenn ich jetzt mit Kopfhörer spiele und nicht mit Headset. Ja, hört sich auf jeden Fall ein bisschen blöd an. Weil ich hab's am meisten doppelt. Ja, ich kann auch schnell wechseln. Ja, beim nächsten. Ich bräuchte schon auf Way-Out. Nächste Monat. Auf was? Way-Out. Was ist das? Way-Out. Das Gefängnisausbruch von Elders aus. Das, wo du das Spiel nicht selbst brauchst. Ach so, das? Ja. Ich glaube, ich hol's mir. Dann hol dir das, aber trotzdem spielen wir zusammen die Kampagne. Was heißt davon? Boah. Können wir machen, ja? Ich hab eh von ihr die Lizenz, daher können wir da gerne machen. Da ist schon Runde 2. Ach komm schon!
Was ist los mit dem Wagen? Da brauchen wir eine neue Federung. Habe ich die Sporttier vergessen? Nein, habe ich die Sporttier vergessen. Boah, ich muss meine Ego-Perspektive fahren. Nee, lass mal. Genauso wie mein Motorradrennen damals. Der Wagen bricht mir nur noch aus. Was denn los, ey? Ich mach mich wieder nervös, dass du vorhin. Ich hab zu schön Hektik, glaube ich. Ja, so wie immer, weißt doch. Und so ein geiler Sportausbruch. Ah, da drüber lässt du streiten. Hast du eine Idee, was man für die 50. Folge GTA machen könnte? Hast noch einen Monat Zeit, zwei Monate Zeit. Dann sind wir soweit schon. Warum, wie viele Folgen haben wir? Dann müsste es 30 sein hier. Oder 29. Hier ist gerade auf. Und schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, wenn GTA zweimal die Woche kommen würdet. Ob ihr die dann trotzdem so gut anguckt oder ob ihr sie lieber einwöchentlich seht. Patrick, du zählst nicht. Und Patrick, ah, okay. Bis jetzt. Hat eigentlich schon mal irgendjemand was unten in die Kommentare hinschrieben? Okay, meistens nur du. Wie, ich bin Erster? Ja, ich hab doch den Sprung geschafft. Wirklich? Hat mir gar nicht aufgefallen. Also, ja, voll die Füße. Voll die Füße. Ich betrachte gerade, also wirklich nicht auch, wenn ich so gerade sehe. Wolltest du schon auf Gamescom dieses Jahr? Ja, ich muss noch Kriege zurück. Sag dir Bescheid, sobald der Shop offen ist. Ist meistens Mitte April, Anfang April. Okay. Aber genaues Datum erfahr es eher als ihr alle an anderen. Weil es den Newsletter abonniert hat. Ist dein Auto komplett gefühlt? Ja. Außer Sport, Federung, Bremsen, die habe ich vergessen. Da merke ich es nicht. Gut. Ja, das merke ich auch. Kommen wir nicht hinterher? Schusssichere Reifen und natürlich eine schwere Panzerung drauf. Alter! Beinahe drüber geflogen über der Bande. Das war richtig knapp, ey. Wenn ich das jetzt gewinnen sollte, ist das das erste Mal nach 7 Monaten. 30 Folgen. Ja, ist so. Nur weil ich diesen Punkt nicht geschafft habe, wo jetzt kommt. Ja. Ich wollte Looping machen und dann war ich irgendwie zu langsam. Aber da kommt der schon. Du kommst näher. Ja, ich bin aber schon die ganze Zeit so hinter dir. Ja, weil du bist näher gekommen, aber du. Kann ich mal langsam ans Ziel kommen?
Baue einen Unfall. Ja, weiß. Nein! Oh! Nein, ich kriege Windschatten! Nein! Nein, Patrick, lass es sein! Oh, Alter! War das noch knapp, Alter? Fotofinish fast! Ey! Ich hab 9 Minuten, 1 Sekunde 052. War richtig knapp, ey! Halleluja! Halleluja! Hätte ich dich doch überholt, Alter! Und dann hätte ich den Controller gegen den Monitor geschmissen, dann glaub mir mal. Und wie viel? Ja, das war echt knapp, Alter! Ja! Komm mal an! Ja! 3 Zehntel! Das war so knapp. War so knapp. Ich beste Runde war 11 Sekunden schneller wie du. Alter. Boah, ich konnte ja. Oh, zum Glück habe ich es auch noch alle. Duke or Death. Ich mache jetzt Reklame für Burgerscheu. Alter! Die erste Windschattengeier. Das war der Windschatten. Der war ein bisschen zu schnell. Ja, ja. Das ist erstmal wieder Vorsprung. Na Patrick, was sagst du dazu, dass du nach 7 Monaten das erste Mal wieder gegen mich verloren hast? Da es nur 3 Zehntel fast waren, bin ich noch ganz locker. Ah. Bei mir war das auch mal 3 Zehntel gegeben. Ja, die Strecke kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, ich glaube, die haben wir schon mal gezockt. Aber lang, lang ist es her. Ich sehe jetzt schon deinen Titel von dem Video. Zum ersten Mal nach einem über halben Jahr hat er den Sieg geholt. Nein. Endlich erster. Ist das. Oder endlich mal Patrick geschlagen. Oder Top 1. Nein. Ja, irgendwie werden spoilern, weißt du? In dem Video. Über Schrift und über Titel. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass Pro7 und Sat1 Gruppe mir einen Spielerkey für PlayStation gegeben haben? Von welchem Game? Von Schlagdienst da. Ah ja, stimmt, das hast du in die WhatsApp-Gruppe reingemacht. Genau. Wie ist das Game? Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich hatte das vorher auch schon da gehabt als Disvision. Deswegen konnte ich da schon mal reingucken. Das hat mir so gefallen, dass ich hier den Spielevertreiber angeschrieben habe und der hat das dann weitergeleitet zu der Firma, zur Pro7-Sat1 Gruppe dann, und die haben mir dann den Key geschickt. Da läuft es jetzt halt, ein Let's Play davon zu machen, und da wird auch morgen 19 Uhr online kommen, die erste Folge. War die ersten 2 oder 3 Folgen alleine und dann mit Malung Wemsel. Geht's dann weiter. Weil es meine Funkhetze die neue noch nicht eingestellt bekommen hat. Mit dem Mischpult. Da muss ich noch ein bisschen rumpf. Du hast locker gewonnen. Komm dem hinterher. Bei mir zeigt es gerade immer an, dass du neue persönliche Bestleistungen machst. Dann mach es ja. Aber es kommt einfach nicht hinter dir her. Du bist 1000 Kilometer gefühlt vor. Ich hab Unfall gebaut. Ich hab Unfall. Ja, trotzdem. Du kannst noch dreimal einen selben Unfall bauen. Unfall und du bist immer noch hinter mir. Ja, deswegen. Du kannst dreimal einen selben Unfall bauen. Ich habe jetzt auch einen Unfall gebaut. Fährst du da eigentlich immer oben lang oder fährst du da durch den kleinen Schlitz durch? War eigentlich oben rum. Bei uns im Rum ist, Ich fahr... Scheiße. Den Wagen hier. Ich
fahre immer durch den Schlitz. Und jetzt fahre ich mal hier ein komplett anderer Weg. Sonst bin ich da immer durch die Röhre durch und jetzt fahre ich mal raus. Weil du musst ja berechnen, du fährst ein Stück erst runter da, ne? Dann fährst das Stück ja wieder hoch, verstehst du? Du bist das einfach ziemlich kürzer als alles andere. Das ist nur ein Hindernis und fährt es aus, verstehst du? Ja. Du hättest GTA-Modus anmachen müssen, dann hätte ich dir noch ein paar Geschenke da gelassen. Ja, ich weiß auch wieso. Nie anmachen. So, dann sag ich mal, ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, geht ja online mit Patrick und Patrick. Bis dahin, ciao.